Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen hier in einer neuen Aufnahmesession Factorio mit Benny und Wesley. Guten Tag. Hallo. Ja. Ja. Gut, Ding will Walle haben. Planlos hier im. Genau. Planlos die Nacht. Absolut. Boah, ich bin so schnell, hey. Gott sei Dank gibt es keinen Kollisionsschaden. Das wäre echt. Noch, also, noch was ein bisschen wir den Leuten noch zeigen können. Wir haben hier wirklich getüftelt, gemacht und getan. Ach ja. Genau, das haben wir letztes Mal noch gemacht, bevor wir die Aufnahmesession beendet haben, aber die Aufnahme schon lange vorbei war? Genau, die Aufnahme war schon lange vorbei. Wie gesagt, die Aktionen zwischen den Folgen, die sind immer eigentlich die interessantesten. Und deswegen würde ich euch jetzt gerne gezwungen haben wollen, dass ihr das jetzt hier mal erklärt, was ihr hier gebaut habt. Weil ich habe letztes Mal nur dumm daneben gestanden und nur Knicki verstanden. Knicki? Und Knicki? Er hat Knicki gesagt. Wesley, darf er das? Ja, er kann das knicken. Ja, was haben wir getan? Wir haben gnadenlos übertrieben, glaube ich, aber egal. Ja, wieso haben wir hier eigentlich so einen weißen Knicki und hier so uncoole Stapelgreifarme? Was? Wo? Also, oben wird die Fabrik gefüttert mit einem grünen Stapelgreifarm von diesem Billig-Uran hier. Diesem, was ist das? Uran 238. Von dem dunkelgrünen halt. Okay. Dann produziert es ja fleißig. Also wir haben einmal eigenhändig diese 40 Uran 235 reingepackt. Die hellgrünen. Und dann produziert es ja fleißig immer ein hellgrünes mehr als es braucht. Und jetzt sehen wir das hier. Hat er gerade produziert. Und der letzte wird rausgeschmissen auf dem Fließband. Ja. Und landet dann hier in einer Anbieterkiste, beziehungsweise wird weiterverarbeitet zu, was sind das, Brennstoffzellen oder so? Ey, wo kommt der Robi denn her? Wo kommt der denn her? Kam gerade ein Robi ganz langsam angeschwebt. Ja, so wie du hier die ganze Zeit durch die Gegend zischt. Kein Wunder. Vor mir. Strom, Strom, Strom und eingesehen. Oh, endlich. Da gibt das gute Zeug. Ach ja. Mein Strom ist immer noch der beste. Ja. Alter, genau. Ich bin unbesiegbar. Ja, Wesley ist schon am Spielen, oder was? Wo ist er? Da hinten. Bist du? Da hinten. Piu, piu. Ist Laserverteidigung bei, oder was? Ja, Mann. Geht richtig ab. Alles klar. Ich bräuchte aber nur ein paar mehr Schrittstücke. Wesley kann Sachen machen. Ja, also wegen Uran hier, wie gesagt, das ist eigentlich kein Hexenwerk. Was hast du da an Bord? So ein... Alter, ich hab die ganze Base platt gemacht. Ey, was hast du an Bord? Ich habe 6, 14, 19, 22 persönliche Laserverteidiger. Und wie viele Fusionsreaktoren? 3. Reicht das? Ja, dann, du musst schon einige Batterien drin haben. Ich habe gerade die neuen schon geforscht, damit die mal ordentlich aufladen. Also ich habe 3 MK2 Batterien drin. Ja, nur die Fusionsreaktoren, die würden niemals reichen. Du musst schon ordentlich was aufgeladen haben und dann zieht er das aber auch ordentlich weg. Ja gut, aber so schnell wie du bist, kannst du ja dann notfalls auch nochmal rausrennen. Ja, ich habe auch Exoskelette nur noch 3. Ich hatte erst 7. Er ist schnell wie der Wind. Wusch, wusch. Ja, genau, also ich habe ja noch Uran. Ach, scheiße, das ist voll. So, man macht jetzt Stein nicht da. Scheiße gesagt, oder? Oh, jetzt ist das Video nicht werbefreundlich. Ja, doch. Genau, ja, genau. Oh. Man macht Stein da hinten. Hat was, dich das eigentlich schon erwischt? Darf ich das während der Aufnahme fragen? Ja, mich hat es erwischt und zwar in dem Video voll auf Valium eingestellt. Aber das ist mir relativ hupe, weil meine Videos eigentlich, also ich habe zwar das Häkchen gesetzt, aber irgendwie Werbung kommt ja eh nicht. Da bin ich noch ein zu kleines YouTube-Lichtlein. Ja, ich auch. Also das. Ich meine, ich bin dankbar für jeden jedes Abo, das ich. Was hat ein Wesley hier schon wieder gemacht?
Nick! Komm nicht her! Alles gut. Nix passiert. Spinner. Ja, ja. Genau. Ja, wie gesagt, ich bin dankbar für jeden Abonnenten, den ich habe. Und ich freue mich immer wieder, dass es immer noch Zuwachs gibt. Die Verrückten. Aber groß Geld verdienen mit der Werbung tue ich da nicht. Also wegen meiner ganzen YouTube-Phase bin ich immer noch in einem einstelligen Euro-Bereich. Also noch kannst du nicht kündigen. Echt? Ja? Alles. Also bei mir war es so, die haben ja, wir plaudern jetzt einfach mal aus dem YouTube-Nähkästchen. Ja, aber keine Werbung. Genau. es ist so, dass YouTube irgendwann umgestellt hat und erst wenn du mehr als 10.000 Klicks im Monat hast, oder wie war das, erst dann greift deine Werbung. Das war vorher noch nicht. Bis dahin habe ich schon ganze 51 Cent eingenommen. Danke YouTube AdSense. Seitdem eben nichts mehr, weil die das umgestellt haben und ich habe unter 10.000 Klicks im Monat, das ist mir eigentlich auch relativ hupe, ich mache es ja nicht wegen dem Geld, aber ich finde es halt irgendwie blöd, dass sie das so eingeführt haben, weil irgendwie, also mir geht es eher so um das Ego, also nicht um das Geld, das wird mir das wahrscheinlich auch niemals ausgezahlt bekommen oder sowas. Das mache YouTube, weil es mir Spaß macht. Und wenn es mir mal keinen Spaß macht, dann mache ich es halt nicht. Aber ich finde es irgendwie schade, weil das auch so ein bisschen noch so ein Anreiz war. Also auch die Anzahl der Abonnenten ist ja so gesehen eigentlich egal. Aber es ist dann doch etwas, wo man sagt, ey, geil, jetzt wieder ein Abonnent mehr und so. Aber nicht etwas, dass ich sage, ich brauche jetzt ganz viele, also Leute, abonniert mich alle, keine Ahnung, wenn ihr nicht abonnieren wollt, dann abonniert halt auch nicht, also das, ja. Abonniert bitte und ist ein Kommi da. Also wenn ihr jemanden abonnieren wollt, dann bitte nicht, nicht, weil seine Videos deutlich qualitativ hochwertiger sind, so von wegen Death Counter, den er hoffentlich nicht vergessen hat, wieder einzuschalten. Absolut. Warte kurz. Und taucht auf. ich mach's halt, weil es mir Spaß macht. Ich mach da auch nicht viel drum rum. Und ja, ich stehe jetzt hier plötzlich die ganze Zeit rum, renn rum und eigentlich wollte ich doch, dass ihr hier mal diese Express-Fließband-Zähler und so, dass ihr das mal erklärt, wie ihr das gemacht habt mit den 41 und so. Ja, das ich habe immer noch nicht kapiert, wann der wieder auf Null zurücksetzt oder wie man das macht. Das erzählen wir dir nach der Maus. Okay. Ich probiere hier gerade eine Wendemöglichkeit zu basteln. Ich bin hier schon wieder unten am Stein machen. Wesley hat nämlich uns angeschrien. Das passiert auch wieder immer nur zwischen den Aufnahmen. Also Uran kriegt man ja jetzt, gell? Ja, genau. Das kommt ja relativ fluffig runter. Ich hole mir das einfach hier raus. So, die hier sind alle am Werkeln. Wendemöglichkeit? Was meinst du? Ja, was machen wir eigentlich mit dem? Weil wir haben jetzt schon 170 von den Uran 253. Atombomben los! Atombomben los! Nein, ich will jetzt Energy. Energy. AKW bauen, ne? Okay. Aber ein nice AKW, würde ich sagen. Ja, da wäre ich. Oh, geil, hat Benny eine neue Aufgabe. Vier Kernreaktoren? Ich helfe Benny da mal. Kann man das in so ein Factorissimo einbauen? Oh, ich würde das lieber draußen bauen. Ich finde dieses Kreuz, das man sich da aufbaut, finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Das können wir so machen, wie wir wollen. Du kannst ja Materialien rein und rausbringen und was? Ne, Dampf ist es dann, was dann rauskommt oder Hitze? Kriegt man Hitze auch in Factorissimo rein? Kann ich mir nicht vorstellen. Weil das wäre ja auch geil. Du hast dann diese vier Kernreaktoren, weil die boosten sich ja dann gegenseitig, wenn ich es richtig weiß. Aber Benni, haben wir nicht Platz genug? Nein. Ich will das nicht unbedingt, diese Factorissimo. Ja, genau. Factorissimo ist gut, cool, wenn du mal wirklich Platzmangel hast. Nein, ich meine jetzt halt hier, du baust diese Kernreaktoren auf und an die Kernreaktoren baust du auf jeder Seite so ein Factorissimo, wo du dann quasi die Hitze reinleitest und da diese ganzen Dampfmaschinen und so reinklopfst.
Du verstehst, was ich meine? Ja. Ja. Das klang sehr zweifelnd. Nein, ich hab's wirklich verstanden. Ja, aber ich finde, das sieht so total komisch aus, wenn dann da diese Stränge an Hitze und so aus den Kernreaktoren rauskommen und dann, das sieht alles so wild und unordentlich aus. Unordentlich, oh. Benny. Ganz ordentlicher Mensch. Jetzt boostest du nur die äußeren, oder wie? Ja, wenigstens ein bisschen, ne? Besser als nicht. Produktivität. Huch. Hier sind ja noch Teilerfließbänder. Oh mein Gott. Gut, die dann. Sind ja Gold wert. Stell ich schon mal alles her. Okay. Was braucht man da? Aber nicht im Factorissimo. Lass das lieber aus. Hm? Bitte. Nicht im Factorissimo-Gebäude. Ich finde das. Aber ja, ohne schlagen, ja? Ohne. Kriegen wir das friedlich hin? Ja, ich finde es schön. Werbefreundlich. Weil dann sieht man das wenigstens. Warte mal, die Mauer hier unten, brauchen wir die eigentlich noch? Oder? Warte mal. Sind wir hier innerhalb der Base? Achso, nee, das ist tatsächlich Außenmauer. Bei der Stromhauptleitung. Also hier sind wir leider tatsächlich außen. Weil sonst hätte ich gesagt, klopft muss hier hin. Dann sind wir nicht so weit weg vom eigentlichen. Von der Nukularproduktion. Nukular. Ja, habe ich bei Simpsons gelernt. Nukularkraftwerk. Bei Simpsons lernt man nämlich. Ja. Sachen machen. Oder wir klopfen es hier hin, wo ich gerade stehe. So. Ja. Ja. Ja, warum nicht? Platz genug. Weil hier haben wir, glaube ich, viel Platz. Ja. Das sieht gut aus. So, 4 Kernreaktoren machen wir, oder? Oh no. Ja. Die dann, sollten ja ausreichen, oder? Dann brauchen wir 48 Wärmetausch. Was ist denn hier eigentlich abgeklemmt? Achso, weil kein Stein mehr rankommt. Da kümmert sich ja. Wetzli. Nee. Was denn? Brauche ich vor so einem Omega-Drill unbedingt eine große Lagerkiste oder reicht eine Stahlkiste? Eine Stahlkiste, reicht. Stahlkiste. Also irgendeine Kiste, kannst du eine Holzkiste nehmen. Ja, ich hab nur leider keinen. Du musst halt irgendwie mit dem Ballader da dran. Ja. Deswegen. Und da tut's ja auch nur den Ballader geht nicht, dann macht das einseitig, ne? Ja. Aber wenn du eine Holzkiste hinsetzt oder so, irgendwas. Scheißegal, mach irgendwas rein. Kannst du Stahlkiste am besten. Reicht. Sehr gut. Irgendwas, was du halt hast. Ey, was ist mit dem Kupfer los? Boah. Wieso, was ist? Aber gerade Mangelware hier. Haben wir da oben das Kupfer vielleicht immer noch vergessen zu machen? Ich dachte, wir hätten das schon verbessert. Ich weiß es nicht, haben wir's? Hier ist ja nichts. Ist schon so 2 Tage her. Gegenstand? Nein, natürlich nicht. Ich lade hier immer die falschen, weißt du doch. Ja. Und dann gucke ich zwischendurch nochmal rein und verändere Mods und. Also. Nein, natürlich nicht. Lasst euch nichts einreden von den beiden. Ich brauche gerade sehr viel Kupfer. Wofür? Was baust du schon wieder? Ja, alles für ein Atomkraftwerk. Ja, Atomkraftwerk nennt man das bei dir also. Wie denn sonst? Ja. So, dampft. Das braucht einfach unendlich Kupfer, ey. Unbelievable. Unbelievable, sagt er. Pass auf, haben wir hier auch einen Bahnhof drin? Bestimmt haben wir hier auch einen Bahnhof drin, oder? Wir waren das mit Shift, ne? So. Wo produzieren wir denn Rohre? Rohre? Röhre? Garantiert irgendwo automatisiert. Oder nicht? So,
Von was fehlt mir? Ganz bestimmt haben wir hier, ach, hier irgendwo hoch rumfliegen. Da bin ich mir ganz sicher. Irgendwas fehlt mir an Materialien. Ach Quatsch. Hab dich nicht so. Insuffizient Item. Lass dir nichts erzählen, Benny. Das kriegen wir alles hin. Ich hab keinen Bahnhof. Bau mir einen Bahnhof, los. Geschwind. So. Kupfer. Ein Ab. Kupfer. Wie macht man grau? Das sieht gut aus. Laden. Oh, was haben wir jetzt? Ist er doch eigentlich 60 hier. Ah, okay. Was tut ihr so? Ich renne gerade mit dem Upgrade-Planer hier in der Gegend rum. Krass, machst du die Base blau? Ja. Benny macht blau. Oder? Wesley. Benny macht blau. Kriegt auf die Fresse. Genau. Maschinengewehr raus. Schrotz raus. Er ist einfach schneller als die Kugel. Ne? Oh Mann, ey. Wo kommen die Rohre denn hin her? Naja, haben wir jetzt genug. Glaube ich. Haben wir noch Heizrohre? Hitzige Rohre? Nein! Ich hab keine blauen. Blauen. Yeah. Blauen. Tot? Keine blauen Fließbänder. Nicht genug Komponenten. Ja, irgendwas habe ich nicht auf Tasche. Keine Ahnung was. Whatever, aber ich hab's nicht. Ah, jetzt im Moment sind's gerade blaue Fließbänder. Irgendjemand hat die ganzen blauen Fließbänder auf Tasche wahrscheinlich. Nee. Nee. War nicht wahr. Alles alle. Oh, dann habe ich schon alle verbaut. Ach ja. Gibt's hier nicht noch? Wir müssen blaue Fließbänder irgendwo ein bisschen pimpen. Ja, ich brauche noch welche. Bitte. Kommen hier eigentlich Viechers an? Ja, von da oben vielleicht. Nee. Oh, Fließbänder. Sind doch fast 1000 drin. Benny-Zone. Ja, Benny-Zone. Braucht's wohl einfach ein bisschen zu lange. Also der Strom, der hört nicht auf von den Robis, die mir da Fließbänder bringen. Oh, ich glaube, das Signal hier ist zu nah dran. Das wäre doof. Das wäre doof. Wesley, du baust fleißig? Ich automatisiere gerade, also ich verbessere hier was bei den Gießbandproduktionen. Dass er nicht ständig neue gelbe oder rote herstellt, sondern erstmal das als alten verbraucht. Ja, da kommen jetzt eine ganze Menge zurück von mir, weil ich ja jetzt gerade mit dem Upgrade. Ich merke das hier schon. Warum haben die. Alter. Was denn? Also wir haben 2000 rote Fließbandteile. Oh, Grenzen. Soll ich eigentlich gleich alles auf grün upgraden, oder? Nein, wir haben noch keine grüne Produktion. Blau reicht erstmal. Könnte mal einer von euch den Bahnhof da oben umbenennen? Kann ich das? Nein. Doch. Welche? Krass, den kann ich von hier umbenennen? Wieder was Neues gelernt. Geil! Benny, der Upgrader. Ja. Benny ist so ein Upgrader, ne? Upgrade. Ja, upgraded. So, wir wollen von Steinabholung
Inventar voll. Nach Steinanlieferung. Inventar leer. So. Und jetzt schicke ich dich dahin. Big Wooden Port? Nee, hä? Was will der machen? Die Anforderungskiste für rote Fließbandteile ist gleich voll, Benny. Und da kann ich jetzt nichts dafür. Blaue brauchen wir. Nicht rote. So. Das wäre super. Blauen sind verdammt langsam. Erstmal erstellen wir erstmal einen Blauen dran, ey. So, dann, wie kann ich denn blaue, hier... Blaue Fließbänder kommen wohl, kommen hier nur stückchenweise an. Eins. Zack. Zwei. Eins. Ja, ich schon alle verbraucht, drei, oder was? Vier. Ja, du hast gerade 1000 blaue verbraucht. Ich bin aber noch nicht fertig, die können noch nicht aus sein. Unbelievable. Bin schon, oh, das Kupferlager hier ist auch relativ sinnfrei. Da sind 15 Kupferplatten drin in dem Lagerhaus. Im Warenhaus. Zack. Ah, jetzt sammelt sich ganz langsam. Jetzt nochmal. Forschen, forschen, forschen. Den bitte. Long Reach. Ja. Long Reach. Oh, jetzt schon eine Folge nichts gemacht, außer ein bisschen mit dem Upgrade-Planer. Ja. Benny, schäm dich was. Ja. Hauptsache was gemacht. Ja. Hauptsache was, nix, aber was. Strom kackt ab. Ja, du baust ja gerade Nukular, oder? Dann beeile euch. Aber ich glaube, wir bauen nächste Folge weiter Nukular. Okay. Okay? Okay. Okay. Oh. Okay. Ja, was sind hier eigentlich? Achso, okay. Speicherlager. Okay, Benny? Ja, dann. Ja. Wer tschüss sagt, sagt tschüss. Tschüss. Tschüss.